10 Tage nach dem Bombenattentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dies teilte die Bundesanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen deutschen und russischen Staatsangehörigen, der von Spezialkräften der GSG 9 im Raum Tübingen gefasst wurde. Dem Beschuldigten wird versuchter Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Das Motiv des Verdächtigen soll nach übereinstimmenden Medienberichten Habgier gewesen sein. Mit dem Anschlag habe er einen Kurssturz der BVB-Aktie erzwingen wollen. Er hatte zuvor eine große Menge an Optionsscheinen gekauft und hätte den Berichten nach einen Gewinn von bis zu 3,9 Millionen Euro erzielen können.